Ja, also ich meine auch in anderer Hinsicht. Ich meine, die haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit einem Botschafter wie Herrn Melnik, also engste freundschaftliche Beziehungen zu pflegen. Ich meine, Melnik ist ein Verehrer des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera. Der Aber das beteiligt ist war am ein massenfachen Mord an Massenmord, Juden. ja. Und er wird von Leuten in Schutz genommen, die selbst Juden sind, wie zum Beispiel Henrik M. Broder, wie ich gestern gesehen habe. Also Also, ja, also es ist wirklich. nicht Bandera, aber Melnik. Ja, Melnik. Also, und ich meine, und da haben sie gar keinen. Ich meine, das ist eine echte Querfront, wenn einer ein Nazi-Verehrer ist. Also, das ist wirklich erschreckend. Aber das zeigt, dass einfach die öffentliche Debatte alle Relationen und jeden Kompass verloren hat.